Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt von Nintendo. Und ihr seht schon, es ist doch sehr, sehr actiongeladen, racerhaltig. Freut euch mit mir auf Cruisin' USA. Ich habe mir gedacht, ich will mal die USA bereisen in unserem tollen Wagen. Und ja, warum nicht? Ich nehme euch mal mit auf dieser tollen Reise. Und wir verschwenden mal keine Zeit. Wir durchcruisen die USA. Mein erstes Let's Play, wo wir so ein bisschen durch die Gegend kutschieren. Und wir Auto fahren. Wir haben ein Devastator irgendwas. Ein Italia-Viech. Ein La Bomba und ein Muscle Car. Also insgesamt 4 Wagen. Boah, wir nehmen mal den ganz linken. So, und dann geht's auch gleich los. Und wo geht's los, unsere Reise? Im Golden Gate Park. Und ich fahre gerne immer in dieser Darstellung. So dass wir die gesamte Bildfläche vor uns sehen können und sehen können, wie sich das Bild vor uns aufbaut. Allmählich, ganz langsam. Und wir sind schon Erster. Wow, unglaublich toll. Daran könnt ihr sehen, was für ein Meister ich bin. Wenn es um Racer geht, um Rennspiele. Bei diesen Checkpoints hier können wir unsere Zeit aufladen. Wenn die Zeit auf 0 runtergeht, dann haben wir verloren quasi. Und wenn wir nicht Erster wären, haben wir auch verloren. Dann müssen wir das Rennen wiederholen. Die Strecke wiederholen. Und ihr seht schon, ja, also, wow, was für ein Crash. Und wir sind nur noch Zweiter. Was ich sagen wollte, das Bild baut sich doch wirklich sehr langsam auf. Daran sieht man, dass, das Spiel nicht ganz so hochwertig ist. Aber es bei mir hat es zumindest auch einen relativ hohen Stellenwert, weil, ja, damals als Kind, wow, habe ich das sehr, sehr gerne gefahren. Und fand es immer sehr lustig. Auch wenn es vielleicht nicht mehr mit heutigen Need for Speed Ablegern oder ähnlichem mithalten kann. Aber ist doch total egal. Mir jedenfalls gefällt's. Und ich muss auch sagen, mein Gamepad funktioniert hier besser, wow, als die alten N64 Controller. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich. Die sind schon so ausgenutzt, die meisten, dass man sie wirklich kaum noch benutzen kann. Aber ein Glück gibt's den PC und gibt es Gamepads. Ja, ja, zum ersten Mal, wo ich ein Gamepad lobe von mir, ist selten genug. Ah. Und wir, wow, wir cruisen hier mit 144 Meilen pro Stunde. In km/h sind das 300 Millionen. Und wir haben es geschafft. Geil, erster Platz. Und den bekommen wir von einer heißen Lady, den Pokal. Unser erstes Rennen absolviert. Und oh, da hat Fraps ein wenig zu tun. So, wir heißen TTT. Und schon wieder hakelt Fraps hier rum. Unglaublich. Und dann geht's hier weiter. In San Francisco. Wow, wow. Falscher Knopf. Wir können sogar die Musik verstellen. Irgendwie. Genau so. Wow. Verdammt. Ja, also diese Strecke hier ist schon etwas schwieriger. Vor allen Dingen auch, weil hier diese Straße so verdammt eng ist. Das heißt, da brauche ich schon ein wenig mehr Glück. Hui. Ja, also das mit dem Können und Racern und... Wow, das war mehr so Spaß, wie ihr hier gleich schon sehen könnt. Aber die hochauflösende Grafik kommt hier doch schon sehr gut zum Einsatz. Hui! Boah, ist das scheiße. Sechster. Es kann sehr, sehr nervig werden, wenn man andauernd dieselbe Strecke fahren muss. Und das dann bis zu einer halben Stunde. Ich frage mich, wie wir es hier machen wollen. Ob ihr sehen wollt, wie ich hier 30 Minuten lang an einer Strecke hier mich festhänge.
Alter, das gibt's doch gar nicht. Im Übrigen kann man das Spiel auch öfters quasi durchspielen und kann die Autos nochmal ein wenig erhöhen in der Geschwindigkeit. Das ist ganz okay, aber ich denke mal, einmal durchspielen langt. Auch für uns hier in diesem kurzen Let's Play. Kann ja auch um die 80 Parts dauern, wenn ich hier so lange brauchen sollte. Ah, doof. Gib Gas, gib Gas. Ah. Und hier kommen wir in die Höhle. In die Höhle. Natürlich. Ich meine natürlich im Tunnel. In den Tunnel hinein. Okay, hier können wir auf jeden Fall immer ganz gut aufholen. Weil diese Höhle so gut zu befahren ist. Na los, ich will den einholen. Ich will den einholen. Es wird so knapp werden. Uah. Ich will ihn einholen. Uah. Nein, das war's. Das heißt nochmal dieselbe Strecke fahren. Wie ärgerlich. Doof. Also werden wir noch einmal San Francisco erleben und sehen, wie Fraps abkackt. Gut, nächster Versuch. Wenn es zu oft sein sollte, dass ich wiederholen muss, werde ich halt zum Ende der Folge... Oh, wir sind Erster. Das Rennen so oft wiederholen, bis ich es geschafft habe. Wir im nächsten Part dann... Genau, San Francisco. Wir im nächsten Part dann quasi mit der darauffolgenden Strecke weitermachen können. Wow, verdammt. Okay, wir sind Erster. Das müssen wir jetzt irgendwie über die Zeit retten. Und rennen müssen wir hier auch. Rennen im fahrenden Sinne. Wow. Ach, wie doof. Also mein Gamepad reagiert auch übersensibel, finde ich. Mensch. Ich kann da gut singen, oder? Unsere Begleiterin. Ruhe auf den billigen Plätzen. Yeah. Ja, das waren noch Zeiten. Und wir wasen hier durch. Unglaublich. Hui. Ja. Und ich kann euch versichern, es werden noch so fiese Strecken hier kommen, die wirklich an Miesigkeit kaum zu übertreffen sind. Da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Und so ganz ernst nehmen kann man das Spiel sowieso nicht mehr. Um es vorsichtig auszudrücken. Aber wie gesagt, mir gefällt es dennoch. Auch wenn tausend von euch sagen, dass es scheiße ist. So. Wollte ich mal gesagt haben. Boah, knapp. Alter, ich will Erster werden. Können wir das schaffen? Keine Antwort. So, jetzt aber. Das wird es doch werden. Yay. Strecke Nummer 2. Geschafft. Mit dem ersten Platz. Ja, ja. Wir wissen's. Neuer Rekord. Ja, genau. Hall of Fame, wolltest du sagen. Vermutlich. US 101. Weiter geht sie, die wilde Fahrt. Und am besten sofort wieder an die Spitze setzen. Das wäre sehr gut. Wir schaffen's. Und geben Gas. Hey. Im Übrigen habe ich damals das Spiel mal vor etlichen Jahren, beziehungsweise doch meine Eltern da noch, ja, was ich sagen wollte, damals haben meine Eltern noch das Spiel verliehen und es kam niemals zurück. Und dann habe ich es doch tatsächlich für 1,99 Euro ersteigert. Zu einem Schnäppchenpreis, ist doch unglaublich, oder? Und das für diese Spielperle. Wow. Na los, ich will Erster werden. Lass mich vorbei. Ja, so nicht.
So, jetzt aber. Auch geil, hier rüber zu hüpfen. Hui. Über die Löcher. Und die Strecke kennen wir ja auch. Vom kleinen Mini-Intro. Von diesem Spiel. Oh, knapp. Hui. Im Übrigen scheinen sich auch bei diesen Strecken so manche Passagen zu wiederholen. Also fällt mir so auf. Ob es so ist oder ob es nur Fantasie ist, man weiß es nicht. Egal. Spaßig ist es dennoch. Juhu. Ja. Und so können wir immerhin originalgetreu die USA durchfahren. Ja. Super, oder? Hui. Und jetzt wird eine ziemlich enge Kurve hier. Uah. Aber es geht gut. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Strecke wird sehr, sehr, sehr mies werden. Also seid gespannt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und bis dahin, macht's gut.